Meine Stärken sind, dass ich sehr schöne Sachen organisieren kann, dass ich auch sehr offen und klar mit Leuten reden kann und dass ich Sachen präsentieren kann. Also ich habe herausgefunden in der Schule, als wir ein Projekt organisiert haben, dass ich da das auch ganz gut organisieren konnte. Und bei den Präsentationen, wo wir vielleicht in Englisch oder in Deutsch haben, dass ich da auch sehr gut präsentieren kann, nicht jetzt so ganze Zeit stotter oder so. Ich kann sehr gut Leute trösten und ich kann auch Leute von einer Sache abwenden oder halt, dass sie sich dann etwas trauen. Zum Beispiel, wenn eine Klassenkameradin oder eine Freundin bei einer Präsentation Hilfe braucht, ich helfe ihr. Und dann, wenn sie halt sich nicht traut, das zu präsentieren, dann halt das nicht will, dann versuche ich halt, sie zu überreden und sage, das ist gar nicht so schlimm. Wenn du willst, kann ich als erstes präsentieren, danach kannst du schauen und so. Ja. Also ich möchte noch sagen, dass auch die Stärken nichts mit Fächern zu tun haben, weil wenn man zum Beispiel malen kann oder etwas anderes, dass man auch nicht, das muss nicht mit dem Schulfach zu tun haben. Wir haben in einem Schulfach auch noch ausprobiert, zum Beispiel so eine Art, halt, was man so gern machen könnte. Auf den Kärtchen war ein Bild drauf. So zum Beispiel organisieren oder so. Und dann, das war halt, wir haben so eine Art Zettel bekommen. Und dann hinter diesem Kärtchen war halt so eine Farbe drauf. Und je nach Farbe hieß es halt eine andere Interesse, eine andere Stärke. Da habe ich auch herausgefunden, dass man, dass ich auch halt sehr schön organisieren kann und halt auch sehr organisiert bin. Mich freut es sehr, wenn man mich lobt für eine Sache, die ich kann oder wenn ich andere Leute glücklich machen kann. Zum Beispiel, wenn man jemandem etwas schenkt oder so ein Geschenk macht oder wenn man eingeladen wird, dass man dann auch zu der Einladung, halt die Einladung annimmt und dann dorthin geht, dann werden die Leute sehr glücklich.